Herzlich willkommen zurück zu The Whispered World. In dieser Folge wollten wir jetzt in das Haus gehen und ich würde mal sagen, diese Folge wird auch ein bisschen länger werden als die letzte. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen, ne? Und gehen wir da mal rein. Los. Husch, husch. Hallo. Was? Wer? Ein Clown? Was willst du denn hier? Mein Name ist Cedric. Ich muss verhindern, dass die Welt untergeht. Ja, sehr lustig. Aber gib dir keine Mühe, kleiner Clown. Du kannst mich auch nicht mehr aufhalten. Wer bist du? Mein Name ist Bando. Wie? Bando. Hä? Bando. Bando. Waldo? Bando! Mein Name ist Bando! Zum Kehricht noch eins, ich bin Bando! Bando, wie oft habe ich dir gesagt, dass du Ruhe geben sollst? Jetzt schau nur, was du angerichtet hast. Wir haben den Boss geweckt. Er wird mich bestimmt wieder Strafrunden laufen lassen. Oh, Sidwick, das war jetzt aber ganz schön frech. Warum denn so betrübt? Macht dir auch das Ende der Welt zu schaffen? Der Gedanke, dass bald alles vorbei sein könnte? Ach nein. Darüber sollen sich mal lieber andere den Kopf zerbrechen. Soll das Ende ruhig kommen. Hier ist ohnehin schon alles erledigt. Tja, ja. Es gibt nichts mehr zu tun. No. Aber wie meinst du das denn? Wie meinst du das? Es gibt nichts zu tun. Es ist hier sehr still geworden, seit der Boss die Fabrik geschlossen hat. Die Fabrik? Früher wurden hier Perlen gepresst, aber die Produktion wurde eingestellt. Aha. Warum? Nun, der Boss hat sein Ziel erreicht. 10.000 Perlen. Und jetzt hat er Angst, dass er alles wieder verliert. Am meisten fürchtet er sich davor, dass jemand Kalida weckt. Er ist richtig paranoid. Keinen Mucks darf ich mehr von mir geben. Früher war das anders. Da habe ich die tollsten Arbeiten erledigen dürfen. Ich habe das Nebelhorn im Schreihaus geblasen. Und immer, wenn es Mittag wurde, durfte ich die Glocke läuten. Es schallte über die ganze Insel. Das Tollste war aber die Arbeit in der Fabrik. Heiße Luft. Dichter Qualm. Und über allem der Lärm wuchtiger Maschinen. Wumms. Kawumms. Bando, was ist denn da unten los? Sei gefälligst leise, oder willst du, dass Kalida aufwacht? Je. Siehst du, was ich meine? Die guten alten Tage sind vorbei. Ach ja. Da würde ich auch Trübsal blasen, aber ich mag Bando. Es ist schön, ihm zuzuhören, es macht richtig Spaß. Und deswegen hinterfragen wir das Ganze auch noch mal ein bisschen. Wegen deiner früheren Jobs. Die gute alte Zeit. Was willst du wissen? Wie war das noch gleich mit dem Schreihaus? Ach, das waren Zeiten. Immer. Wenn Schiffe auf die Insel kamen, durfte ich das große Horn blasen. Tötere! Bando wacht über diesen See. Sein Ruf schallt bis Corona. Tötere! Tötere! Zeiten sind vorbei. So ein Spielverderber aber auch. Schreihaus hatten wir gerade. Wie war das nochmal mit der Fabrik? Ach, das waren Zeiten. Ich hatte die schnellste Schaufel diesseits des Herbstwaldes. Es war das Allerschönste, in der Hitze des Hochofens Kohle zu schaufeln. Über mir der ohrenbetäubende Lärm der Perlenpresse. Bam! Boom!
Sieh her, Mutter Natur, hier wird mit Muskel und Maschinenkraft dein Meisterwerk übertroffen! Bando, ich warne dich! Nichts hält ewig. Ruhe da, Urm, wir unterhalten uns gerade. Wie war das nochmal mit der Glocke? Ach, das waren Zeiten. Jeden Mittag, wenn es Essen gab, lief ich zum Dorfeingang und läutete die Glocke. Der Schall war über den ganzen See zu hören. Dong! Dong! Hört her, Bewohner des Sees! Bando sagt euch, es ist Mittagszeit! Legt euer Tagewerk beiseite! Nun wird gegessen! Dong! 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 Bando, noch eine weitere Störung und ich dreh durch! Aber das war einmal. Ich sehe schon, da... Traut man sich fast gar nicht weiter zu fragen, aber wir machen es trotzdem. Könntest du nicht etwas Neues erlernen? Was Neues? Klingt aufregend. Was denn? Du könntest Trommler werden. Trommler? Ich wäre bestimmt ein sehr guter Trommler. Ich könnte die Pauke in einem Orchester spielen. Alle würde ich übertönen. Und die Cellisten bekämen meinen Schlägel zu spüren. Das Publikum würde johlen. Bando! Bando! Ich höre sie schon rufen. Bando! Weißt du was? Ich glaube, ich lasse es lieber bleiben. Ich glaube nicht, dass Ruben damit einverstanden wäre. Ach Mann, aber es würde voll gut zu dir passen. Du könntest in den Straßenbau gehen. Die Idee ist nicht schlecht. Die Straßen müssten hier wirklich mal befestigt werden. Und wer könnte das besser als ich? Pflasterstein für Pflasterstein müsste in die Erde geschlagen werden. Bam! Bam! Hör her, Welt! Diese Insel hat schon bald eine neue Straße! Und der Straße wird eine Brücke folgen! Und nach der Brücke kommt ein Tunnel direkt nach Corona! Dann wird endlich wieder ein Straßenbaumeister das Land regieren. Ein Hoch auf Bando, den Straßenbaumeister. Hip, hip, hurra! Ach Mann! Oh, da ist wohl die Fantasie mit mir durchgegangen. Aber es ist schön. Ah, das würde natürlich auch noch sehr gut zu dir passen, Bando. Du könntest Marktschreier werden. Marktschreier? Wow. Ich wollte schon immer Marktschreier werden. Schon als Kind, mit einem Korb voller Birnen, lief ich durch das Dorf und brüllte: Äpfel! Äpfel! Ich weiß nicht einmal warum. Es waren ja Birnen. Aber das störte mich nicht. Äpfel! Rief ich. Kauf bei Bando! Bei Bando! Dem tollkühnen Marktschreier! Äpfel! Äpfel! Bandos explodierende Äpfel! Oh. Ich muss wohl lernen, wo meine Grenzen sind. Nein, du solltest sie viel öfter ausleben, weil ich glaube, dieses Dörfchen braucht einfach ein bisschen mehr Leben wieder. Dann machst du schon ganz gut, Bando.
Ich hätte noch eine Idee für dich. Du könntest einen Zirkus aufmachen. Ich weiß nicht so recht. Wenn ich mir deinen Fummel so ansehe, ich will mich ungern zum Gespött der Leute machen. Du müsstest ja nicht unbedingt Clown werden. Stimmt. Ich könnte auch in die Löwendressur-Nummer. Der Dompteur hätte es sicher nicht einfach mit mir. Nichts, Ruben! Er wäre der Löwe. Aber dann nur mit schöner Mähne. Aber der nächste Vorschlag, der ist doch bestimmt was für dich. Und da musst du es auch nicht ganz so laut zugehen. Du könntest Opern singen. Warum eigentlich nicht? Ich habe das Aussehen und ich habe das Talent. Die Frauen lägen mir zu Füßen. Und die Männer beneideten mich. Ein Glas nach dem nächsten würde ich zersingen. Opergläser, Wassergläser. Ja, sogar die Kuppel des Firmaments würde ich einsingen. Banause. Schnauze da unten. Da oben. Mir gehen die Ideen aus. Halb so schlimm. Ich hatte die Hoffnung ohnehin schon aufgegeben. Ja, diesen Effekt habe ich manchmal auf die Leute. Aber so hörte sich das alles gar nicht an. Er wird hoffentlich nicht das Sagen haben, oder? Wer hat dir das Sagen? Das ist Ruben. Ihm gehört die Insel. Du findest ihn im Haus auf der Bergkuppe. Auf der Bergkuppe? Ja, ganz oben. Hey, kleiner Mann. Ich dachte, du willst die Welt retten. Da musst du schon mal deinen Hintern hochbekommen. Ja, schon gut. Ohne Fleiß kein Preis, nicht wahr? So ist es. Am Ende wird es sich bezahlt machen. Bezahlt machen? So sieht es aber nicht gerade aus. Ganz im Gegenteil. Jeder Schritt bringt mich einfach nur näher und näher ans Ende. Und bei jedem einzelnen Schritt immer wieder die Angst, dass mein Traum wahr wird. Dass der Boden nachgibt und die Welt unter meinen Füßen zusammenfällt. Auf der Spitze des Berges, sagtest du? Ja, ganz oben. Prima, danke. Okay, vielleicht kannst du uns dabei auch noch helfen. Ich suche Kalida. Wen suchst du? Kalida? Du bist schon ein Clown. Wieso? Was ist daran so seltsam? Nein, warte, lass mich raten. Kalida ist tot? Oder es gibt sie gar nicht? Nein, Kalida existiert. Aber du solltest sie besser in Ruhe lassen. Und warum? Wo finde ich Kalida denn jetzt? Ich sagte es doch schon. Du solltest Kalida lieber nicht stören. Am besten verhältst du dich ganz leise, um sie nicht zu wecken. Ich soll sie nicht, was? Wecken? Also ist sie ein Morgenmuffel, na und? Was kann da schon groß passieren? Sie wirft mit Kissen und schimpft über den Kaffee? Ja, oder sie bäumt sich zu ihrer vollen Größe auf und verwüstet das Dorf. Glaub mir einfach. Du willst Kalida nicht aufwecken. Ich bin mir dann langsam auch nicht mehr so sicher. Okay, nach dem, was wir jetzt hier gehört haben, ich mir auch nicht, aber... Ich muss Kalida finden. Die Welt geht sonst unter. Mach, was du denkst. Aber ich werde dir bestimmt nicht helfen. Ich will keinen Ärger. Und ich will auch nicht schuld sein, wenn großes Unglück über uns hereinbricht. Moment mal. Das will ich auch nicht. Dann lass Kalida schlafen. Was geht nicht? Gibt es noch einen anderen Weg von dieser Insel runter? Ich fürchte nein. Aber bleib doch ruhig. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Außer natürlich Gesellschaft. Also das stimmt. Viele Leute wohnen nicht gerade auf der Insel. Und Lebensfreude?
Die hält sich auch in Grenzen. Die Freiheit, überall hinzugehen. Ja, okay. Wir haben vielleicht nicht alles, was wir brauchen. Aber dafür haben wir den ganzen Rest. Okay. Bis später. Ja, bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich. Bando! Du bist doch nicht gerade leise. Oh, da ist ein Schlüssel. Dann gucken wir uns hier erstmal noch ein bisschen um. Danke für das aufschlussreiche Gespräch, Bandu. Und er braucht definitiv jemanden, mit dem er laut sein kann, wieder. Ja, ein Grund mehr eigentlich, Kalida zu wecken. Aber wenn sie dann das Dorf zerstört, na, ich weiß nicht. Er sieht betrübt aus. Nicht die talentloser Clown ist schuld am Weltuntergang Art von betrübt, aber naja, betrübt halt. Das Fingerhakeln würde ich wohl verlieren, mitsamt dem Finger. Okay, ein Schlüssel. So wie das hier läuft, könnte der sicher nützlich werden. Manchmal erscheint mir das ganze Leben wie eine einzige verschlossene Tür. Kann man ihn mitnehmen? Was ist das hier für ein Schlüssel? Das ist der Schlüssel zum Schreihaus. Oben hat mir aufgetragen, ihn gut zu verwahren. Da, guck mal, ein dreiköpfiger Affe. Halt, Freundchen. Der Schlüssel bleibt schön hier. Oben hat mir aufgetragen, ihn gut zu verwahren. Und auf Bando ist Verlass. Okay, auf den dreiköpfigen Affen ist er nicht reingefallen. Wir haben hier noch eine Leiter. So eine könnte ich ganz gut gebrauchen. Immerhin geht es ständig steil bergab. Dann nehmen wir die doch mal mit. Aber vorher? Darf ich mir die Leiter ausborgen? Natürlich. Ich benutze sie sowieso nicht. Groß genug? Höhenangst. Ah. Oh. Gut, dann haben wir jetzt eine Leiter. Können wir die Tür zumachen? Was ist denn da? Das Loch ist dunkel und leer. Wie meine Zukunft. Du hast ja Mäuse. Tue ich nicht. Würde ich sie sonst bei mir wohnen lassen? Huch. Da sind jetzt zwei Augen. Hallo. Auf diese Weise würde ich die Maus nur verscheuchen. Ich bräuchte eine Art Köder. Spotty, komm mal her. Pass, Spot, pass. Warum konnte ich mir bloß kein nützlicheres Haustier zulegen? Miep. Sehr schön, sehr schön. So, dann. Okay, wir müssen ihn irgendwie ablenken, um an diesen Schlüssel zu kommen. Brauchen wir die Maus für irgendwas? Na, dich kriegen wir schon noch. Oh. Das sieht so nach einem Rätsel aus. Hier fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass die Tür nicht funktioniert. Welche Tür? Ach, die Tür. Eine Tür. Wohin die wohl führt? Okay. Was da wohl drin ist? Eine Trickfalle? Ein Tiger? Das Tor zur Hölle? Das könnte alles sein. Ich nehme Nummer 3. Hallo? Ein verschlossener Typ, dieser Schrank. Mach mal auf. Ah! Was war das? Ein Vogel? Was hatte der denn hier drin verloren? Was bist du denn? Wo ist er? Bandu! Hallo nochmal. Ach, du schon wieder? Was kann ich noch für dich tun? Der Vogel! Wo ist er hin? Was sind das für Vögel? Oh, ich mag die Yakis. Sie singen so schön laut. Ich habe sogar versucht, ihr Lied auf dem Nebelhorn nachzuspielen. Aber Oben hat es mir verboten. Er findet es gut, dass sie sich nicht ins Dorf trauen. Sie stören ihn beim Schlafen. Außerdem hat er Angst, dass ihr Gesang Kalida wecken könnte. Deswegen erlaubt er auch, dass Molachai überall diese Kerzen aufstellt. Die Yakis,
haben Angst vor Licht. Verstehst du? Das Licht der Kerzen also. Wohin führt die Tür im Nebenraum? Die Tür führt auf die andere Seite der Insel. Aber wir gehen nicht mehr dorthin. Warum? Treibt ein großes Monster dort sein Unwesen? Gibt es einen Vulkan? Kannibalen? Ihr bekommt die Tür nicht mehr auf, stimmt's? Du hast es erfahren. Warum geht die Tür im Nebenraum denn nicht auf? Es ist eine mechanische Sicherheitstür. Das ist eine tolle Sache. Sie funktioniert mit Dampf und Zahnrädern. Verstehst du? Nicht ganz. Es ist auch kompliziert. Und hochmodern. Ich würde es dir ja zeigen. Aber leider sind die Zahnräder kaputt. Und der Dampf wurde von der Fabrik erzeugt, als sie noch lief. Also lässt sich die Tür gar nicht öffnen? Nein. Vorerst wohl nicht. Zu schade. Scheint ja ein dolles Ding zu sein. Was sind das noch gleich für Vögel? Putzige Tierchen. Und sehr musikalisch. Ruben hat Angst, dass ihr Gesang Kalida wecken könnte. Deswegen erlaubt er auch, dass Molachai überall diese Kerzen aufstellt. Die Yakis haben Angst vor Licht. Verstehst du? Das Licht der Kerzen also. Okay. Bis später. Ja, bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich, Bando! Okay, Bandu, wir sind leise. Spotty, wir brauchen dich mal in deiner normalen Form, weil die Yakis haben ja Angst vor Licht. Hör mal das kleine Kerlchen noch. Wo bist du hin? Kleines Kerlchen. Hallo? Sind wir hier oben? Fenster. Da oben brennt Licht. Mehr kann ich von hier aus nicht erkennen. Wir haben noch eine Leiter. Komm mal her. Ans Fenster. Oh, wir können uns also einmal entscheiden, ob wir vorne reingehen oder hier. Nein, nein, nicht reingehen, nicht reingehen. Ja, unsere Aufgabe wird es denn anscheinend sein, hier wieder ein bisschen Leben reinzubringen. So, ist da vielleicht der Vogel hingerannt, weil es da schon dunkel ist, schon ruhig? Nein. Hier ist... Warte, hier... Na. Da ist ja noch was. Sieh an, dieser Feuerstein hier hat eine besonders scharfe Kante. Der könnte vielleicht noch nützlich werden. Okay, dann nehmen wir den mit. Er sieht aus wie ein Feuerstein und fühlt sich an wie ein Feuerstein. Ich verzichte mal auf den Biss-Test. Okay. So, du kommst mit. Was können wir denn... Bekommen wir damit vielleicht den Mast ab? Der am Anfang war... Oh. Ach Mann. Kerzen sind... Ah ja, hat er ja erzählt. Wie schaffen wir das, dass die Kerzen ausbleiben? Guck mal hier. Der Mast. Die müssen doch irgendwann komplett niedergebrannt sein, nicht? Damit würde es Tage dauern, den Mast abzusägen. Hey, hast du eine bessere Idee? Mit der Schaufel vielleicht? Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Okay, das klappt also auch nicht. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns weiter um. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Ich auf jeden Fall. Bandu ist einfach nur cool und wir müssen es wirklich schaffen für ihn, dass hier wieder ein bisschen mehr Leben in die Bude kommt. Also, bis dann!